Und Herren, seien Sie recht herzlich begrüßt zu Nietzsche im neuen Jahr. Ich hoffe, dass Sie den Silvesterknallern entgangen sind und sich mit intellektuellen Explosionen bei Nietzsche beispielsweise beschäftigt haben. Jedenfalls wünschen wir Ihnen sehr herzlich ein gutes Neues, mit Nietzsche-Lektüren und Nietzsche-Studien angefülltes Jahr 2017. Und dafür haben Sie sich heute Abend die allerbesten Voraussetzungen geschaffen, indem Sie hierher gekommen sind, weil Sie heute Abend den Herrn über Nietzsche leibhaftig sehen werden. Paolo Diorio ist es im wortwörtlichen Sinne, denn die meisten von Ihnen hätten, soweit Sie nicht ganz altmodische Anhänger der Gutenberg-Galaxis sind, überhaupt gar keine Möglichkeiten, auf Nietzsche zuzugreifen, wenn es nicht die elektronisch-editorische Arbeit von Paolo Diorio gäbe. Paolo Diorio ist nämlich der Hauptherausgeber der EKGW, der elektronischen Nietzsche-Gesamtausgabe, die wir auf der Seite www.nietzschesource.org lesen können und die wir im normalen Betrieb des... Sie sehen, von wegen Gutenberg-Galaxis, das hat auch so seine Vorteile. Also, wenn Sie Nietzsche elektronisch abfragen wollen, dann müssen Sie sich auf das Werk von Paolo Diorio verlassen, der uns das elektronisch unentgeltlich mit entsprechenden Förderungen zur Verfügung stellt. Und wir werden in Zukunft da noch sehr viel mehr sehen, nämlich etwa auch die ganze Bibliothek von Nietzsche soll da in einem Kooperationsprojekt mit Paolo Diorio auf dem Bildschirm erscheinen, samt entsprechenden Kommentaren. Paolo Diorio ist einer der international führenden Nietzsche-Forscher. Er kommt eigentlich, wie Sie dem Namen entnehmen können, ursprünglich aus Italien, hat auch da akademisch seine ersten Schritte gemacht, ist dann aber ein Global Player geworden. Er war in Frankreich, wo er heute wieder ist, hat da in Nizza 1997 seine Thèse d'État gemacht, seine Habilitation, und ist dann ans CRNS gegangen als Forschungsprofessor oder Direktor, wo er auch heute noch tätig ist, am Institut des Textes Manuscrits, ist also an einer der großen Forschungsinstitutionen tätig, hat aber in der Zwischenzeit auch in England lange Zeit geforscht, in Oxford und in Deutschland. Auch Deutschland spielt erfreulicherweise auf der Forschungslandkarte eine Rolle, und hat da dieses Projekt Nietzsche digital ins Leben gerufen, das uns allen ein so unentbehrliches Hilfsmittel geworden ist. Im Übrigen erheblich zuverlässiger als das Hilfsmittel, das kostenpflichtig der für Nietzsche sich zuständig fühlende Verlag ins Netz gestellt hat, das Sie auch abrufen können über die Bibliotheksnetzwerke der Uni Freiburg. Sonst kostet es 38.000 Euro und bietet einen nicht sehr zuverlässigen Text. Sie müssen also auf Paolo Diorio sich verlassen, und ich kann Ihnen versichern, das können Sie auch tun. Ich will nur zwei Monographien nennen. Eine Monographie 1995 erschienen über Nietzsches Konzept der ewigen Wiederkunft, und ich denke, wir haben bald die deutsche Übersetzung von Le Voyage de Nietzsche à Sorrente, also nach Sorrente, Genèse de la Philosophie de l'Esprit Libre, 2012, auf Deutsch erschienen, Englisch letztes Jahr. Und die deutsche Übersetzung, die wird hoffentlich in den nächsten, ich hoffe mal, also die beiden Verlage scheinen ja sehr interessiert zu sein. Das wird also, wenn Sie nicht Französisch, Italienisch, Englisch lesen wollen, Ihnen auch auf Deutsch zugänglich sein. Ja, wir werden heute Abend einen Einblick bekommen in das Projekt zu Nietzsches Bibliothek, von dem eben häufiger schon mal die Rede war, im Hinblick auf die Bibliotheksfragen, die sich bei der französischen Literatur ergeben. Paolo, ich gebe dir das Wort. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank, Andreas, für diese sehr freundliche Vorstellung. Und zunächst möchte ich mich herzlich bei Sebastian Kaufmann und Andreas de Sommer für die Einladung zu dieser Konferenz bedanken. Es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre, an dieser Initiative der Universität Freiburg und der
und der angesehenen Forschungsgruppe Nietzsche Kommentar teilnehmen zu dürfen. Mein Vortrag eröffnete das neue Jahr und knüpft gedanklich durch die Bibliothek Nietzsches und die Baudelaire-Lektüre an den Vortrag von Robert Krause an, der das vergangene Jahr abschloss. Auch in meinem Vortrag wird es um die Bibliothek Nietzsches gehen, die ich als erstes beschreiben werde, um sie dann zu einem Streifzug durch die französische Literatur und darüber hinaus einzuladen. So, fangen wir mit einem Zitat. Mein Bruder kann nur von solchen verstanden werden, die auch seine guten Freunde und Lieblinge aus allen Seiten und Völkern, nämlich die Bücher, die er liebte, kennengelernt haben. Und wer diese gewesen sind, das erzählt uns zum Teil noch seine Bibliothek. In späteren Jahren, wenn mir mehr freie Zeit als jetzt zur Verfügung steht, hoffe ich, den Katalog seiner Bibliothek, wie sie einst war, vollständig zusammenstellen zu können. Früher als andere Interpreten hatte Elisabeth Förster Nietzsche neben der Sammlung und Bewahrung der Texte ihres Bruders auch die Notwendigkeit der Rekonstruktion von Nietzsches Bibliothek und Lektüren erkannt. 1900 hat sie ein erstes Verzeichnis von Nietzsches Privatbibliothek publiziert, aus dem das Zitat stammt. Freilich sammelte Elisabeth Förster Nietzsche nicht nur, um zu bewahren, sondern auch zu fälschen und zu vernichten. Alles, was das Genie geschrieben, gelesen, ja nur berührt hatte, wurde wie eine Reliquie verwahrt. All das, was die Mythisierung des Bruders zerstören konnte, wurde versteckt oder zerstört. Statt sich im Alter der angekündigten vollständigen Rekonstruktion der Bibliothek zu widmen, musste sie sich gegen die Angriffe verteidigen, eine gemeine Fälscherin zu sein. Karl Schlechter berichtet, dass die fast 90-jährige Elisabeth, als er ihr die Beweise ihrer Fälschungen vorlegte, so wütend wurde, dass sie ihren schweren eichenen Krückstock mit einem Schrei der Entrüstung drohend gegen ihn erhob. Ich hatte das Gefühl, sie wollte mich totschlagen. Aber noch mehr als mit den Fälschungen verwandelte Elisabeth das Bild ihres Bruders, das seine Bücher und Papier enthielten, durch eine Todesumarmung, bestehend aus anderen Büchern und Papieren. Zum Beispiel der großen Biografie und anderen von ihr verfassten Schriften, den manipulierten Ausgabe der Werke und den unzähligen Briefen, die sich an die herausragenden Intellektuellen Europas schrieb. Die Geschichte der freigeistigen Philosophen und seiner fälschenden Schwester ließ sich auch anhand der zunehmenden Diskrepanz zwischen den beiden Bibliotheken des ehemaligen Nietzsche-Archiv erzählen. Der Handbibliothek eines wundernden Philosophen, Entschuldigung, eines wandernden Philosophen einerseits und der Präsenzbibliothek eines deutsch-nationalen Kulturzentrums andererseits. Nietzsche-Bibliothek wird zu einem Fremdkörper innerhalb der neuen Editionspolitik, der neuen kulturellen Beziehungen und neuen Ideologie der eleganten Villa Silberblick. Durch den Tod Elisabeth Förster Nietzsche und mehr noch durch den Zweiten Weltkrieg wurde die Kolonialisierung von Nietzsches Nachlass gestoppt. Nach einer Art Winterschlaf in den ersten Jahren der DDR haben die Bücher und Manuskripte Nietzsche wieder zu sprechen begonnen. Anfang der 60er Jahre begannen Giorgio Colli und Mazzino Montinari, die Manuskripte auszugraben und erstmal in einer korrekten, kritischen Edition vorzulegen. Schon zu Beginn dieses Unterfangens hatte Montinari vor, einen Katalog der Bibliothek Nietzsches vorzubereiten,
den er als wissenschaftliche Ergänzung zur kritischen Gesamtausgabe verstand. Montinari war überzeugt, dass Nietzsche-Lektüren anderer Autoren durch Zitate in seinen Schriften und Lesespuren in Bänden seiner Bibliothek belegt, Bestandteil des Werks ist. Sie gehört somit in den Text, weist aber gleichzeitig über den Text hinaus. Durch Seminare und kollektive Forschungsprojekte hat Montinari das Interesse der Forschung für Nietzsches Bibliothek und Lektüren geweckt und uns diese Aufgabe als Erbschaft vermacht. Ich selber nahm fast von 30 Jahren als Student an seinem Seminar an, der Universität Pisa teil, die Nietzsche französische Lektüren gewidmet waren. Heute ist die Forschung zu Nietzsches Bibliothek und Lektüren integraler Bestandteil der Nietzsche-Forschung. Wenn wir Nietzsche als Leser betrachten, haben wir es mit zwei Mengen zu tun. Die erste Menge, Nietzsches Privatbibliothek, umfasst alle Bücher, die Nietzsche besessen hat. Die zweite Menge, Nietzsches Lektüren, beinhaltet alle Bücher, die Nietzsche gelesen hat, ob sie ihm nun gehörten oder nicht. Diese zwei Mengen überschneiden einander, decken sie aber nicht. Einerseits gibt es in der Bibliothek Bücher, die Nietzsche gehörten, die er jedoch nie gelesen hat, mit Sicherheit, wenn etwa die Seiten unaufgeschnitten sind. Andererseits umfassen die Lektüren auch Bücher, die Nietzsche mit Begeisterung gelesen hat, die Entwicklung seines Denkens beeinflusst haben, die ihm aber nicht gehörten. Privatbibliothek und Lektüren bilden, was Montinari einmal die ideelle Bibliothek Nietzsches genannt hat. Das heißt, die Liste aller Publikationen, mit denen Nietzsche in Berührung kam. Natürlich werden wir nie ein vollständiges Verzeichnis sämtlicher Bücher der ideellen Bibliothek eines Autors erstellen können, wie auch ein Editor niemals alle Texte, die ein Autor geschrieben hat, auffinden wird. Wir gebrauchen den Begriff ideelle Bibliothek daher im kantischen Sinne als heuristisches Prinzip, das dazu dient, die Forschung immer mehr auszuweiten. Wollten wir diese ideelle Bibliothek in ihrer Entwicklung und ihren Veränderungen nachvollziehen, so würden wir wahrscheinlich drei Phasen im Leben Nietzsches feststellen, in denen seine Bibliothek jeweils eine ganz verschiedene Rolle und Bedeutung für ihn hatte. An erster Stelle ist die Bildungsbibliothek eines Wunderkindes mit ihren Gedichtsbänden und Musikalien zu nennen, zu der nach und nach die Bildungslektüren eines der besten Schulpförters. Die Bibel des Vaters bildet einen Grenzpunkt zwischen der Kindheit und Kindheit des Pastorensohns und dem Glaubensverlust des jungen Altertumswissenschaftlers. Noch heute lesen wir den Namen des Pastor Ludwig neben dem Kaufdatum des Bandes 1820 und daneben den Namen seines Sohns Friedrich mit dem Datum 1858, dem Jahr, in dem der Junge von der Familie fortging, um im Pforta die Schule zu besuchen und als Wegzehrung den Band des Vaters erhebte. 1869 wurde das Wunderkind im Alter von 24 Jahren Professor der klassischen Philologie in Basel und baute sich dort die Fachbibliothek eines jungen Gelehrten auf. Diese Bibliothek umfasst alle Werke, die für die solide Laufbahn eines klassischen Philologen erforderlich sind. Handbücher, Lexika und auch eine typische durchgeschossenen Exemplare der Klassiker für Kommentare, Verbesserungen und Konjekturen.
Hier sehen Sie ein wunderbares Beispiel, das durchgeschossene Exemplar voller Anmerkungen von Aeschylus Koephoren, das Nietzsche besaß. Und es waren auch Pläne für eine neue Edition der Koephoren und alle die Seiten sind von dieser Randbemerkung, aber sind nicht Randbemerkungen, sind Texte von Nietzsche eigentlich. 1879, nach Aufgabe der Basler Professur, begannen die Jahre der Wanderschaft und der freien Philosophierens. Die Fachbibliothek wurde zum Handbibliothek eines wandernden Philosophen. Auch unterwegs, in seinen Zimmer in Genua, Nizza, Sils Maria oder Turin, verzichtet er nicht auf seine Bücher. Der Philosoph wanderte zwischen Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Italien mit seiner Bücherkiste. Hier sehen Sie eine berühmte Passage eines Buches von Maximilian Drosbach über die scheinbaren und die wirklichen Ursachen des Geschehens in der Welt, 1884. Und Drosbach schreibt, man hat erst dann den rechten Begriff von der Kraft, wenn man sie als das Streben nach Entfaltung erkennt. Kraft war damals das Wort für das, was wir heute hier Energie nennen. Wir befinden uns damit in einem philosophischen, aber auch naturwissenschaftlichen Zusammenhang, eine Art von Philosophia Naturalis. Nach Drosbach ist das Wesen der Welt eine Energie, die nach Entfaltung strebt. Nietzsche schreibt am Rand, Wille zur Macht, sage ich. Und das ist eine der allerersten Formulierungen dieses berühmten Nietzsche-Begriffs. Die Untersuchung von Nietzsches Bibliothek verdeutlicht den ursprünglichen Zusammenhang der Entstehung dieses Begriffs. In der Bibliothek des wandernden Philosophen finden wir nicht nur die deutsche Philosophie, sondern auch die französische Literatur. Hier ist eine Seite der Nouveaux Essais de Psychologie Contemporaine, neue psychologische Abhandlungen über zeitgenössische Schriftsteller, von Paul Bourget, 1886. An dieser Stelle wird Paul Bourget Edmond de Goncourt vor, an dieser Stelle wirft Paul Bourget Edmond de Goncourt vor, er habe die Kraft von Stendhals Stil nicht verstanden. Bourget übernimmt eine Unterscheidung Balzacs zwischen Ideenschriftstellern, Écrivain d'idées und Bilderschriftstellern, Écrivain d'images, die in einem pittoresken Stil schreiben, der sich nunmehr durchgesetzt habe. Monsieur Edmond de Goncourt hatte das Pittoreske des Satzes von Stendhal, dieses Psychologen mit einer so feinen Genauigkeit des Ausdrucks, das heißt diesen bewundernswürdigen Autor, übersehen. Und deshalb bezeichnet er ihn in Maison d'un Artiste als seine erbärmlichen Stilisten, pover Stilisten. Nietzsche unterstreicht diese Stelle und schreibt am Rand NB, nota bene. Auf Stendhals Stil kommen wir dann noch zurück. Nach dem geistigen Zusammenbruch Nietzsches blieb nur eine hinterlassene Bibliothek. Die Geschichte dieser Bibliothek begann exakt am 19. Januar 1889 in Turin. An diesem Tag schickte Davide Fino, Nietzsches Vermieter, Franz Overbeck in Basel eine 160 Kilogramm Kiste mit Büchern, Manuskripten und persönlichen Gegenständen des Philosophen. Von der Schweiz nach Thüringen, von Naumburg nach Weimar, von Nietzsche-Archiv ins Goethe- und Schiller-Archiv gelang dieser Bestand 1955 in die Herzogin Hanna-Maria-Bibliothek.
1992 setzte sich eine Forschungsgruppe der Universität Pisa zum Ziel, den Katalog der Privatbibliothek Nietzsche zu erstellen, und 2003 wurde schließlich ein Band beim Walter de Gruyter Verlag in Berlin publiziert. Das Hauptkriterium, das unsere Arbeit zugrunde lag, war sehr einfach. Die Privatbibliothek Nietzsche setzt sich aus der Gesamtheit aller gedruckten Werke zusammen, die Nietzsche gehörten. Dies bedeutet aber, dass wir sollten allererst Nietzsches Privatbibliothek rekonstruieren, anhand sämtlicher Dokumente, die Nietzsches Besitz bestätigen. Die wichtigen Dokumente für unser Verzeichnis waren folglich die Rechnungen der Buchhändler und auch der Buchbinder, die auch in Weimar im Goethe-Schiller-Archiv offenbaren sind. Erst danach kommen die traditionellerweise als Nietzsche-Buchnachlass betrachteten Werke, die in bestimmten Regalen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek vorhanden sind. Wir haben diese Buchnachlass kritisch betrachtet und jeden Schritt dokumentiert, den die einzelnen Bände auf dem Weg von den Bücherkisten des wandernden Philosophen in die Regalen der Weimarer Bibliothek zurückgelegt haben. Darüber hinaus haben wir für jedes in Weimar aufbewahrte Buch eine vollständige Liste der Seiten angefertigt, die Lesespuren aufweisen. Das heißt Randglossen, Unterstreichungen, Anstreichungen bis hin zu Eselsohren. Wie Sie sehen, für jedes Buch haben wir alle die Liste dieser verschiedenen Art von Lesespuren gezeichnet. Gut. Wir freuen uns auch, dass wir der Nietzsche-Forschung ein nützliches Werkzeug an die Hand gegeben haben, sind uns jedoch bewusst, dass es ein unvollständiges Werkzeug ist. Die Liste der Seitenzahlen, die Lesespuren aufweisen, reicht nicht. Die Interpreten müssen Abbildungen von Nietzsche kommentierte Seiten sehen können. Für die Rekonstruktion der Bibliothek hatte unsere Arbeitsgruppe eine Datenbank benutzt. Zurzeit wird diese Datenbank neu programmiert, damit der Katalog der Bibliothek zusammen mit der farbigen Faksimile-Reproduktion aller in Weimar aufbewahrten Bücher im Internet angerufen werden kann. Und dies geschieht im Rahmen ein deutsch-französisches von Andreas Sommer und mich geleitetes Projekt mit dem Titel Nietzsches Bibliothek, digitale Edition und philosophische Kommentar. Ziel des Projekts ist es, eine vollständige digitale Edition von Nietzsche private Bibliothek im Internet zu veröffentlichen, einen auf die Entwicklung der Philosophie Nietzsches bezogenen Kommentar der wichtigen Bücher zu verfassen und alle Materialien miteinander zu verknüpfen. Die Digitalisate werden neben der digitalen Fassung der kritischen Ausgabe von Nietzsche-Werken und der Faksimile-Ausgabe seiner Manuskripte auf der Nietzsche-Source-Website publiziert. Hier ein Überblick über die verschiedenen vorgesehenen Teile von Nietzsche-Source nach der kritischen Ausgabe, der Faksimile-Ausgabe und der Zeitschrift Studia Nietzscheana geht die Arbeit weiter mit der genetischen Edition und der Nietzsche-Bibliothek und Bibliografie. Es handelt sich um jeweils unabhängige Teile, doch wird es auch einen Ort in Nietzsche-Source geben, wo die verschiedenen Teile miteinander verbunden werden. Dieser Ort heißt Contexta, lateinisch, und enthält, wie der Name sagt, das Zusammenhängende. Hier die ersten Entwürfe der Oberfläche der Bibliothek Nietzsche in Nietzsche-Source, die Seiten eines Buches mit einer Zoom-Funktion, um die Randglossen besser zu lesen, und die Kontextmaske, wo Sie sehen links eine Seite Nietzsches Bibliothek
In der Mitte eine Seite der kritischen Edition, wo Nietzsche diese Seite von dem Buch von Guyot zitiert, und rechts ein kritischer Aufsatz aus unserer Zeitschrift Studia Nietzscheana, der die Seite von Guyot analysiert. So, die letzte Reise der Bibliothek des wandernden Philosophen führt ins Internet. Aber jetzt fragen wir, wozu? Wozu diente die Erforschung von Nietzsches Bibliothek und Lektüren? Ich werde nur zwei Beispiele geben. Ein Beispiel aus Nietzsche Lektüren, das die Geburt von Also sprach Zarathustra aus dem Geist der Parodie erzählt, und ein Beispiel aus Nietzsche Privatbibliothek, das seine Vorliebe für die Musik des Südens erklärt. Man hat sich häufig gefragt, warum Nietzsche die Figur eines religiösen Reformators als Protagonist eines atheistischen, blasphemischen Werks gewählt hat. Es wurden verschiedene Interpretationen vorgelegt, aber ich denke, zuerst sollte man Nietzsche selbst in Ecce Homo zuhören. Man hätte mich fragen sollen, was gerade in meinem Munde, im Munde des ersten Moralisten, der Name Zarathustra bedeutet. Denn was die ungeheure Einsichtigkeit jenes Perzers in der Geschichte ausmacht, ist gerade dazu das Gegenteil. Zarathustra hat zuerst im Kampf des Guten und dem Bösen das eigentliche Rad im Getriebe der Dinge gesehen, die Übersetzung der Moral ins Metaphysische als Kraft, Ursache, Zweck an sich ist sein Werk. Aber diese Frage wäre im Grunde bereits die Antwort. Zarathustra schuf diesen verhängnisvollsten Irrtum, die Moral, folglich muss er auch der Erste sein, der ihn erkennt. Zarathustra wäre demnach zu parodistischen Zwecken von Nietzsche ausgesucht worden. Ein Prophet, der weiseste aller Weisen, der zurückkommt und sagt, er hatte alles falsch gesagt. Stopp, ich habe mich geirrt. Aber handelt es sich um eine nachträgliche Rekonstruktion Nietzsches in Ecce Homo, sehr nah an der geistigen Zusammenbruch? Was sagen die Manuskripte, seine Manuskripte und seine Bücher? Zarathustra taucht Nietzsche-Manuskripten erstmal in August 1881 auf. Zarathustra, geboren in Seeurmi, verließ in 30er Jahren seine Heimat, ging in die Provinz Aria und verfasste in den 10 Jahren seine Einsamkeit ins Gebirge Denzend Avesta. Diese wichtigen Texte von Nietzsche, wie Sie wissen, sowie auf der letzten Seite von der Fröhlichen Wissenschaft, als auch auf der ersten Seite von Also sprach Zarathustra publiziert. Wo hat aber Nietzsche diese Informationen gefunden? Ich habe mich einfach gefragt, welche Bücher er im Sommer 81 in Sils Maria zur Verfügung hatte. Und habe einen Brief gefunden, in dem er seinen Freund Franz Overbeck bat, ihm zwei Bände von Friedrich Anton von Elwald zu schicken. Die Erde und seine Bewohner und die Kulturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung bis zur Gegenwart. Auf Seite 128 der Kulturgeschichte lesen wir: Zarathustra, der große Prophet der Iranier, war geboren in der Stadt Urmi und so weiter und so fort. So, Nietzsche hat diese Informationen in diesem Buch von Helwald gefunden. Und auf der nächsten Seite, Helwald schreibt, so begegnen wir bei der alten Iranier zum ersten Mal dem Wahngebilde von einer sittlichen Weltordnung. Eine Vorstellung, zu welcher nur höhere
gestiegene Völker gelangen und deren Einfluss auf die Kulturentfaltung von unberechenbaren Werten ist. Der Vergleich zwischen Text, Manuskripten und Bibliothek Nietzsches bestätigt also, dass die Figur Zarathustra von Anfang an im parodistischen Sinn verstanden wurde. Es gibt noch weitere Hinweise dafür natürlich. Zum Beispiel trägt der Zarathustra-Text in der ersten Ausgabe der Völlischen Wissenschaft den Titel Incipit Tragödia. In der Vorrede zur zweiten Ausgabe schreibt Nietzsche jedoch, dass der Titel als Incipit Parodia zu lesen sei. Und ich denke, dass Katharina Grätze, die sich derzeit mit dem Zarathustra-Kommentar beschäftigt, wird diese Elwart-Lektur in Betracht nehmen. Es ist schon in Nietzsche-Kommentar erwähnt, von Nietzsche-Kommentar von Ecce Homo erwähnt. Und ich denke, es ist ein wertvoller Hinweis, wie diese Werke zu interpretieren ist. Das war ein Beispiel aus der Lektüre. Jetzt möchte ich Ihnen aus der Privatbibliothek ein Beispiel vorführen. Am 27. November 1981 wohnte Nietzsche im Teatro Paganini in Genua erstmal eine Aufführung der Carmen bei. Am folgenden Tag schrieb er einen Brief an seinen Musikerfreund Peter Gast in Venedig. Hurra, Freunde! Wieder etwas Gutes kennengelernt, ein Opa von François Bizet. Wer ist das? Carmen. Hörte sich an wie eine Nouvelle Mérimée, geistreich, stark, hier und da erschütternd. Carmen wurde von Célestine Galimarié interpretiert, die bei der Pariser Premiere gesungen hat. Auf diesen begeisterten Brief antwortete Gast höflich. Bizet ist ein junger Mensch, vor 6 Jahren gestorben. Er war ein Schüler Alevis. Auch ihr ist er öfter gegeben, aber nicht von mir gehört worden. Aber Nietzsche lässt es nicht nach. Er geht wieder ins Paganini und schreibt an Peter Gast noch 2-mal über Carmen. Dann erkauft einen Klavierauszug des Werks, schreibt eine Reihe von Bemerkungen an Rand und schickt ihm seinen Freund. Hier, lieber Freund, kommt Carmen. Ich habe mir erlaubt, einige Randglossen hineinzuschreiben, im Vertrauen auf ihre Humanität und Musikalität. In Summe gebe ich Ihnen vielleicht eine schöne Gelegenheit, über mich zu lachen. Carmen gehörte wirklich in diesem Winter zu meinen Glücksgütern. Und Genua ist mir um diese Oper willen sehr viel werter geworden. Endlich versteht Gast, dass es um etwas Wichtiges geht und schreibt unter anderem: So muss dieser Chor der Zigarrenmädchen wirklich zauberlich sein. Dies ist Nausika-Musik von der Insel zwischen Orient und Occident oder wie sie dem Gesang seiner seelischen Harmonie wegen nennen, ein Hauch aus der Gärten Epikurs. In Weimar wird noch heute das Exemplar der von Nietzsche kommentierte Carmen-Klavierauszug aufbewahrt. Hier ist die Stelle, auf die Gast sich bezog. Chorlied wie ein Hauch aus den Gärten Epikurs. Erwägen Sie, was hier idealisiert ist. Was im Chor der Zigarrenmädchen idealisiert wird, ist die flüchtige Natur der Liebe.
die wie ein Rauch ist. Die Idealisierung dieses flüchtigen Aspekts des Liebesleidenschaft stand in tiefem Gegensatz zur Philosophie des Wagners Tristan und Isolde zum Beispiel, wo die ewige Vereinigung der Liebenden als erste Schritt zur Wiederzusammenführung des vergänglichen Individuums mit dem unwandbaren Sein einen metaphysischen Wert besaß. Doch gibt es in Opa eine Figur der Liebe, die nicht flüchtige ist, Michaela. Nietzsche empfand die Unechtigkeit dieser Figur. In der Tat, sie war nicht in Mérimée Romain und war von der Librettistin erfunden worden. Am Rande des Duetts von Don José und Michaela aus dem ersten Akt notiert Nietzsche: Das Duett ist einem Grad unter meinem Geschmack. Zu sentimental, zu tannhäuserhaft. Übrigens ist die Kultur der Mutter französisch. Das empfehlen wir anders. Jedenfalls schätze er die melodische Erfindung von Bizet, vor allem im Vergleich zu Wagners Arie, und kommentierte ironisch: Arfe. Das war es, was Wolfram von Eschenbach zum Lobe der Liebe singen wollte, aber er fand die Weise nicht und begnügte sich, sein Verlangen danach auszudrücken. Nietzsche wusste nicht, dass Richard Wagner, der die Carmen 1875 in Wien gehört hatte, gerade diese Duett sehr bewunderte. Für Nietzsche war das Duett schön, aber zu sentimental. Für Wagner war es sentimental und deshalb schön. Doch kommen wir sprechen von Liebe, kommen wir zu Carmen Figur. Am Ende der Ouvertüre baut Bizet ein Andante Moderato ein, das das Carmen-Motiv vorstellt. Es ist einer der wenigen Leitmotive der Carmen und evoziert ihr tieferer Wesen, Liebe, Freiheit, Fatalismus. Vier Noten, kurz, aber stark. Ein Epigramm auf die Leidenschaft. Ein Epigramm, vier Noten. Ein Epigramm auf die Leidenschaft. Das Beste, was seit Stendhal, sur l'amour, geschrieben worden ist. So Nietzsche Kommentar am linken Rand. Ein Epigramm auf die Leidenschaft. Nachdem die metaphysische Phase der Geburt der Tragödie vorüber war, bestand das, was Nietzsche von den Künsten verlangte, nicht mehr in der Enthüllung einer metaphysischen Dimension, sondern in der Kraft und Genauigkeit der psychologischen Definition, Stil von Stendhal. Mit zwei Worten oder zwei Noten komplexe Elemente wie die Leidenschaft definieren, wie die Liebe, die komplexeste aller Leidenschaften.
Das vorliegende Buch ist eine genaue und bis ins Kleinste gehende Beschreibung aller Gefühle, aus denen sich die Leidenschaft zusammensetzt, die man Liebe nennt. So lautete das Thema von Stendhals Buch »De l'amour«, auf das Nietzsche in der Randglosse zu Carmen Bezug nimmt. Stendhal, der letzte große Psychologe, ist einer von Nietzsche Lieblingsautoren, der ihn gern neben Bizet stellt und der moralische Heuchelei der deutschen Philosophen und der wagnerianische Drama entgegengesetzt. Nietzsche missbilligt, dass Wagner älter werdende, deutsch und christlich geworden war. All dies geht auf die ersten Bayreuther Festspiele von 1876 zurück, schreibt er in der Fall Wagner. Was war geschehen? Man hatte Wagner ins Deutsche übersetzt. Der Wagnerianer war Herr über Wagner geworden. Die deutsche Kunst, der deutsche Meister, das deutsche Bier. Sie kennen das. Noch schlimmer war der Parzival. Hier das Nietzsche-Exemplar der Parzival, das Wagner mit folgender Widmung an der Philosophengeschichte hat. Richard Wagner, Oberkirchenrat. Beim Erhalt dieses Exemplars schrieb Nietzsche an Rainer von Zeindlitz am 4. Januar 1878. Gestern kam von Wagner gesandt der Parzival in mein Haus. Eindruck des ersten Lesens. Mehr Liszt als Wagner. Geister gegen Reformation. Mir, der ich zu sehr an der griechische, menschliche Allgemeine gewöhnt bin, ist alles zu christlich, zeitlich beschränkt. Lauter fantastische Psychologie, kein Fleisch und viel zu viel Blut. Nämlich beim Abendmahl geht es mir zu vollblutig hier. Nach Bayreuth und nach dem Parzival hatte Nietzsche sich von dem Maestro abgewandt. Aber die Erinnerung an die Vertrautheit mit Wagner und den Zauber seiner Musik blieben ihm immer im Gedächtnis. Und als er in Monte Carlo erstmals die Parzival-Ouvertüre hörte, schreibt er an seinen Freund Peter Gast. Angesehen übrigens von allen unzugehörigen Fragen, wozu sollte Musik dienen, kann oder etwas dienen soll, sondern rein ästhetisch gefragt. Hat Wagner je etwas besser gemacht? Die allerhöchste psychologische Bewusstheit und Bestimmtheit in Bezug auf das, was hier gesagt, ausgedruckt, mitgeteilt werden soll, die kürzeste und direkteste Form dafür, jede Nuance des Gefühls bis auf epigrammatische gebracht. Hier haben wir erneut das Epigramm. Das Epigramm der Liebensleidenschaft und der Kraft der psychologischen Definition. In Wirklichkeit ist das, was Nietzsche an Bizet wie an Wagner schätzt, nicht anders als sein eigener philosophischer Stil. Gleich, was die Interpreter darüber denken mögen, ist das Hauptmerkmal dieses philosophischen Stils seine Definitionsvermögens. Was ist der Aphorismus? Man sollte nicht denken, dass Nietzsche Aphorismen schrieb, weil er zur Verfassung philosophischer Systeme nicht imstande war. Die Entscheidung eines Philosophen für eine bestimmte Schreibart ergibt sich aus einer Ontologie. Wenn die Welt ein Kosmos, ein geordnetes und von einem einzigen Prinzip geregeltes Ganzes ist, dann kann und muss der Philosoph, der sie beschreiben und sozusagen in einem Buch einschließen will, nach dem Vorbild Spinozas, Hegels, Schopenhauers, die systematische Form verwenden. Wenn die Welt dagegen nicht ein Deus sive natura, wie bei Spinoza, sondern ein Chaos sive natura ist, ohne irgendein Einheitsprinzip, und wenn der Philosoph nicht so tun will, als habe er das Zauberwort gefunden, das ihr Wesen oder Werden erklärt, wie können wir dann versuchen, das Wenige mitzuteilen, das wir dennoch verstanden haben? Nietzsche greift auf
den Aphorismus zurück. Ein guter Aphorismus kann eine Einsicht auf klare und wirksame Weise vermitteln, ohne gleichzeitig den Anspruch zu heben, das letzte Geheimnis des Daseins enthüllt zu haben. In Aphorismus 39 aus Jenseits von Gut und Böse kennzeichnet Nietzsche den Stil des Philosophen mit folgenden Worten Stendhals. Um ein guter Philosoph zu sein, muss man nüchtern, klar und illusionslos sein. Ein Bankier, der sein Glück gemacht hat, hat einen Teil des Charakters, der erforderlich ist, um philosophische Entdeckungen zu machen. Das heißt, klar zu sehen auf das, was ist. Diese Definition, präzisiert Nietzsche, ist genau Gegenteil des deutschen Geschmacks, der zum einen zur Systematisierung neigt und zum anderen dazu, die Wirklichkeit durch die Brille der Moral zu betrachten. Und natürlich, wenn Sie Nietzsche Kommentar lesen, Sie sehen, dass diese Zitate von Stendhal könnte Nietzsche in Bourget-Buch finden oder auch noch in ein anderes Buch von wem? Weiß es nicht mehr. Aber steht in Nietzsche Kommentar. Sehen wir uns also einige Beispiele für diese Musik des Südens an, die genau wie die Psychologie Stendhals die Wirklichkeit so beschreibt, wie sie ist, ohne sie mit Moralin zu verfälschen. Beginnen wir mit der Randbemerkung, die Nietzsche am Anfang der Seguidilla anbringt. Seguidilla, von mir sehr bewundert, auch als Text, gehört zu meinem Gil Blas, Seligkeit. Am Anfang der Akte 2 schreibt Nietzsche ferner, höchst südländisch, unsere ganze geliebte Gil Blas, Welt, kommt nochmal. Der erste Name, den wir haben anklingen hören, war der von Stendhal. Der Sieg mit dem Epigramm und der Genauigkeit in der Definition der Leidenschaft verbindet. Der zweite ist der von Gil Blas, der die südliche Seligkeit und Immoralismus evoziert. Nietzsche bezieht sich natürlich auf den Werk Geschichte des Gil Blas von Santillana, von Alain René Lesage, das als bester französischer Picaro-Roman gilt. Bevor er die Carmen hörte, hat er schon in seinen Notizbüchern notiert, ich werde des Gil Blas nicht müde, ich atme auf, keine Sentimentalität, keine Rhetorik, wie bei Shakespeare. Seligkeit und eine fröhliche, freie Immoralität. Im Finale von Akt 2, wo die Schmuggler alle zusammen das Wort Freiheit singen, findet sich ein weiterer Kommentar. Probiamo nochmal.
zusammen La Liberté. Typisch. Klingt prachtvoll, so wohl wird einem nicht bei Schillers Räubern im Walde. So eine der höchsten Transgressionen der deutschen Immoralismus lässt sich Nietzsche zufolge also nicht einmal vergleichen mit der Sensibilität des Südens, die von Lesage über Mérimée bis zu dieser Seite Bizet vorläuft. Sie wollen nicht, Sie sind so froh. Gut. Diese freie und fröhliche Leben des Südens ist begleitet von Mut und Fatalismus, deren öffentlicher, gesetzlicher, genehmigter und sogar frivoler Ausdruck der Toreador Escamillo ist. Kennen Sie Escamillo? Die Escamillo-Figur konnte nicht charakteristischer gegeben werden, schreibt Nietzsche an der Anfang der Arie des Escamillo. Und manchmal macht er diese kleinen Notizen auch, als ob der Stier brüllt, diese Sol bemol. Noch einmal. Im Bass. Nietzsche, hier ist wieder Stier. Nehmen wir noch ein Stück. Der berühmte Refrain dieser F-Dur-Arie wird zu einer Glosse versehen, die Nietzsche genuesischen Gemütszustand jener Jahre sehr gut ausdrückt. Habe ich oft nachts auf der Straße singen hören, ist den Genuesen ins Blut gegangen, mir auch. Wenn nun von Mut und Fatalismus die Rede ist, so kommt aber die zentrale Figur der Oper, freilich Carmen. Sie hat den Mut, ihrer unbekümmerten Moral entsprechend zu leben und zu sterben. Frei gegenüber den Menschen, fatalistisch gegenüber dem Schicksal. 1880 schreibt Nietzsche über Bizet am Anfang seines kleinen Buch »Der Fall Wagner«: Diese Musik ist böse, raffiniert, fatalistisch. Die Liebe als Fatum, als Fatalität, zynisch, unschuldig, grausam und eben darin Natur. Hier verwandelt die Erforschung der Privatbibliothek den Text in Klang, indem sie uns erlaubt, von Text des Fall Wagners zur kommentierten Partitur und schließlich zur Musik zurückzugehen. Und zwar zu dem berühmten Stück in der Mitte der Oper, der Kartenarien. Certes, à rien. Les cartes sont sincères.
fatalistische Musik des Georges Bizet. So Nietzsche lapidarer Kommentar. Bei Carmens ersten Bühnenauftritt, wo sie die Liebesarie singt, erscheinen ihre Erotik und Verführungskraft als unwiderstehliche Naturkräfte. Nietzsche merkt an, Eros, wie die Alte ihn empfanden, verführerisch, spielend, boshaft, dämonisch, unbezwinglich. Zum Vortrag gehört eine wahre Hexe. Ich weiß diesem Lied nichts Ähnliches. Italienisch zu singen, nicht Deutsch. Aber in der Kartenszene merkt man zum ersten Mal, dass es etwas Stärkeres als die Erotik, die Lebensfülle, den Freiheitsdurft für unsere Bohemien gibt, nämlich die Vorahnung des Todes, den die Karten verkünden. Carmen jedoch bleibt standhaft. Sie fördert das Schicksal heraus, wie sie die Menschen herausgefördert hatte. Auch wenn sie weiß, dass sie ihm nicht entfliehen kann. Sie fährt zum Stierkampf nach Sevilla, folgt ihrem neuen Geliebten und provoziert ihr Schicksal. Man hat mir gesagt, ich muss um mein Leben fürchten, aber ich bin tapfer und wollte nicht fliehen. Ich bleibe, ich warte auf ihn, sagt Carmen. Und werde mit ihm reden. Es ist, als wollte sie mit dem Schicksal reden. Genau wie Don Giovanni, der die Statue der Kunturz zum Abendessen einlädt. Das ganze Schlussduett ist für Nietzsche ein dramatisches Meisterstück. Zu studieren auf Steigerungen, Kontraste, Logik und so weiter. Doch schon vorher, in dem berühmten Blumenlied, gab es eine Passage, die die Tragödie vorausahnen ließ. Don José beschließt seine Liebeserklärung mit einem Carmen, je t'aime. Lang auf dem C verweilend, dass die Septime des Dur-Tonart sein müsste. Stattdessen überträgt Bizet den Blasinstrumenten eine völlig andere, verfremdete Harmonie, die Nietzsche mit drei Kreuzchen kommentiert. Es gibt mehrere Kreuzchen in der Partitur. Und ich schreibe jetzt ein Buch über Carmen Partitur. Und die Auslegung dieser Kreuzchen ist auch ein Problem und sehr bereichend. So. Hören wir das. Das ist die quarte, sechste Akkord als Vorbereitung für die Kadenze. Carmen, je t'aime. Die Septime, eine dominante Akkord. Eine dominante Akkorde ist hier erwartet, wie die normale Kadenz. Aber stattdessen haben wir eine völlig verfremdete Harmonie. Und endlich die Auflösung auf die Des-Dur-Tonika mit voller Orchestra, welche die Hauptthema
wieder aufgreift. Und er ist sehr gut, weil er ist befremdet. War ein Augenblick ist es, als hätte ihm plötzlich der Boden unter den Füßen gefällt, als hätte Dose einen Abgrund überquert. Und dann, Carmen antwortet, no, tu ne m'aimes pas. Das ist, deswegen Nietzsche schreibt, als Kommentar an dieser Stelle, diese Liebeserklärung ist schön und schauerlich. Schon. Jetzt zurück zu der Schlussszene, diesem dramatischen Meisterstück. Carmens Tod durch Danzés Hand stellte den psychologischen Fall der Liebe als extreme Behauptung der Individualität auf die Bühne. Es ist der Gegensatz zu dem romantischen Mythos von Liebe als Überwindung der egoistischen Individualität und Wiedervereinigung mit den Wesen der Welt, wie er zum Beispiel in Wagners Tristan und Isolde als letztes Beispiel der romantischen Überlieferung ausgedruckt war. Um ihren einen Gesetz zu gehorchen, geht Carmen dem Tod entgegen. Um ihre Individualität zu behaupten, opfert sie sie paradoxerweise. Ebenso paradox, aber psychologisch anders, bleibt Danzé nur eine Weise, um seinen vollkommenen Besitz Carmens zum Ausdruck zu bringen, indem er sie tötet. C'est moi qui l'ai tué, oh Carmen, ma Carmen adorée. Carmen setzt zwei psychologische Extremfälle in Szene, die die egoistische und konfliktreiche Natur der Liebesleidenschaft erkennen lassen. Für Nietzsche ist dies die einzige Auffassung der Liebe, die eines Philosophen würdig ist, wie er schreibt in der Fall Wagner. Carmen war für Nietzsche die Darstellung eines philosophischen Gemütszustands. Wie die Genuesen betrachtet sich auch Nietzsche als Entdecker neuer Länder. Auch die moralische Erde ist rund. Auch die moralische Erde hat ihre Antipoden. Auch die Antipoden haben ihr Recht des Daseins. Es gibt noch eine andere Welt zu entdecken und mehr als eine, auf die Schiffe ihr Philosophen. In den Carmen haben diese Antipoden des moralischen Denkens bereits eine Vorwegnahme und ein Existenzrecht gefunden, wenngleich nur in der Welt der Oper. Bizet hat ein Stück Süden der Musik entdeckt. In Jenseits von Gut und Böse wird er als Vorläufer aller Kosmopoliten des Geistes dargestellt, die im Norden den Süden, in Süden den Norden zu lieben wissen. Ich danke Ihnen.
Wunderbar, lieber Paolo Diorio. Ich habe Ihnen hier also nicht nur den Herrn über die Nietzsche-Texte präsentieren können, sondern den Herrn über das Nietzsche-Gesamtkunstwerk, das er uns hier vor Augen geführt hat. Wir sind in jeder Hinsicht intellektuell und emotional, musikalisch sowieso, beglückt und danken dir für diesen wunderbaren Vortrag. Applaus